Bald ist es wieder soweit. Deine Zeit wird kommen, Diana. Der heiß erwartete zweite Wonder Woman-Film steht in den Startlöchern. Als Aufmunterungsversuch. Völlig daneben. Und um euch auf das neueste DC-Spektakel vorzubereiten, habe ich euch hier allerhand Fakten. Die Welt ist noch nicht bereit. Zahlen und Daten rund um diesen Film gesammelt. Und keiner gibt auch nur einen Scheiß darauf. Natürlich ohne Spoiler. Viel Spaß. Wonder Woman 1984 ist der 9. Film im sogenannten DC Extended Universe. Bürger der Welt! Er tritt somit in die erzählerischen Fußstapfen von Man of Steel. Was denkt ihr? Batman wie Superman, Dawn of Justice, Suicide Squad, Wonder Woman. Du bist ein Mann. Justice League, Aquaman. Wir sind da. Warte, warte! Was hast du vor? Hey! Shazam. Was echt jetzt? Sag ihn! Okay! Shazam? Und Birds of Prey. Vor mir sollten die Angst haben. Wenn man so will, ist Wonder Woman 1984 jedoch für die meisten dieser Filme ein Prequel. Die Geschichte spielt nämlich, wie der Titel bereits verrät, im Jahr 1984, also auf der Höhe des Kalten Krieges und im von George Orwell beschriebenen Jahr der totalen Überwachung in einem herrischen Staat. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Um die Handlung von Wonder Woman 1984 zu verstehen, braucht es also nur Kenntnisse des Vorgängerfilms Wonder Woman. Ja. Kleine Randbemerkung, in China ist Wonder Woman 1984 lediglich Wonder Woman 2, betitelt als dystopischer Roman über einen diktatorischen Staat, ist Orwells Klassiker 1984 dort quasi verboten. Das habe ich vergessen dir zu sagen. Und daher völlig unbekannt. Und wo wir von verboten sprechen, Wonder Woman 1984 ist im Libanon verboten worden. Grund dafür ist Gal Gadots Beteiligung am Film. Ihre Unterstützung der israelischen Verteidigungsstreitkräfte ist im Libanon ungern gesehen. Für das Wonder Woman Sequel kehrten viele Beteiligte des ersten Teils zurück. Vier Regisseurin Patty Jenkins, Hauptdarstellerin Gal Gadot, ihr Co-Star Chris Pine, Kameramann Matthew Jensen, Produktionsdesignerin Aline Bonetto, die auch die fabelhafte Welt der Amelie gemacht hat, The Dark Knight Kostümdesignerin Lindy Hemming und die Produzenten Charles Royan, Deborah Snyder sowie Zack Snyder. Aber es ändern sich auch einige Posten hinter den Kulissen. So ist bei Wonder Woman 1984 Oscar-Gewinner Hans Zimmer als Komponist tätig. Bei Wonder Woman war es noch Rupert Gregson-Williams. Jedoch ist Zimmer kein Unbekannter für Wonder Woman. Gehört sie zu dir? Ich dachte zu dir. Er komponierte ihr eingängiges, rockiges Erkennungsmotiv für Batman wie Superman Dawn of Justice. Was hast du getan? Auch das Drehbuch liegt in anderen Händen als beim Vorgänger. Teil 1 schrieb Sex in the City-Autor Alan Heinberg. Willkommen in der Zukunft. Das Leben ist gut, aber es kann besser sein. Das Skript zum Sequel stammt dagegen von Patty Jenkins, Comic-Autor Geoff Johns und The Expendables-Autor David Callahan. Ich bin dran. David Callahan wirkte auch als Skriptdoktor an Marvels Ant-Man mit und ist Drehbuchautor beim kommenden Marvel-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sowie beim geplanten Spider-Man Into the Spider-Verse-Sequel. Wollen wir? Kurz gefasst haben sich die Leutchen nicht. Nachdem der erste Wonder Woman Teil 141 Minuten Laufzeit mitgebracht hat, legt das Sequel noch 10 Minuten obendrauf. Warum auch nicht? Sie müssen es nur wollen. Aber worum geht es in den 151 Kinominuten denn eigentlich? Nun, spoilerfrei kann ich sagen, Diana Prince alias Wonder Woman bekommt es im Jahr 1984 zwischen kalter Kriegpanik, Videokassetten und Zauberwürfeln mit ihrer ehemaligen Freundin und Archäologie-Arbeitskollegin Barbara Minerva zu tun, die sich in die böse Wichtin und gepaarten Frau Cheetah verwandelt. Gewöhn dich dran. Sie steht zudem mit dem geheimnisvollen Geschäftsmann Max Lord im Bunde. Und dann taucht auch noch auf wundersame Weise Dianas im Ersten Weltkrieg gestorbener Freund Steve Trevor, erneut gespielt von Chris Pine, auf. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Nachdem er sie vor Jahrzehnten in die Menschenwelt einführte, muss sie ihm helfen, sich im Jahr 1984 zurechtzufinden. Also davon bin ich jetzt nicht so begeistert. Du wahrscheinlich schon, aber naja, ich bin startklar. Das kriegen wir besser hin. Jenkins wählte die 80er als zeitliches Setting des Films, weil während ihn in der westlichen Welt ein faszinierender Clash aus technologischem Fortschritt und enormer politischer Instabilität vorherrschte. Dianas besagte Nicht-mehr-Kollegin Barbara wird von Kristen Wiig verkörpert, die wir alle aus Komödien wie Brautalarm oder Ghostbusters kennen und lieben. Somit bekommt Kristen Wiig einmal mehr eine Rolle, die beinahe an Emma Stone gegangen wäre. Stone war einst für das Ghostbusters Reboot
im Gespräch und war zugleich ein früher Castingwunsch einiger am Film beteiligter Personen für die Figur der Cheetah. Jedoch soll Wick Jenkins allererste Wahl gewesen sein. Es lief also alles glatt. Naja, jedenfalls solange man nicht American Horror Story Star Sarah Paulson fragt. Sie hat sich nämlich gewünscht, für Cheetah in Frage zu kommen. Der Geschäftsmann Max Lord wiederum, dessen Optik erschreckend an einen gewissen Immobilienhai, Reality-TV-Star, Rassisten, Lügner, Betrüger, Frauenbelästiger und US-Präsidenten erinnert, wird von Pedro Pascal gespielt. Regisseurin Patty Jenkins hört diesen neben eben getätigten Vergleich übrigens gar nicht gerne. In einem Gespräch mit The Direct betonte sie kürzlich, Pascals Figur sei von Gordon Gekko aus dem Film Wall Street und der Gene Hackman-Inkarnation von Lex Luthor in Superman inspiriert. Und nicht von Mr. Mexico will pay for it, aber guckt euch Pascal als Max Lord doch an, gibt's da wirklich etwas zu verleugnen? Und auch etwas gefällt Patty Jenkins nicht. Als angekündigt wurde, dass die Schurkin in Wonder Woman 1984 Cheetah sein wird, mutmaßten viele Fans prompt, dass es zu einem lesbischen Subtext zwischen ihr und Wonder Woman kommen wird, so wie in manchen Comic-Inkarnationen der Figuren. Jenkins hat dem jedoch schon heftig widersprochen. Wo wir beim Widersprechen sind, in sogleich mehreren Interviews und Vorab-Fakten-Features betonten unter anderem Jenkins und Wick, dass Wonder Woman 1984 kein Sequel zu Wonder Woman sei. Die Begründung, die sie geben, lautet, der neue Film würde sich ja völlig anders anfühlen. Na gut, mir ist's neu, dass Fortsetzung bedeutet, die Geschichte wird mit dem gewohnten Gefühl fortgesetzt. Ich dachte, die Betonung läge auf Fortsetzen. Aber hey, die zwei sind Vollprofis, die wissen schon, was sie tun. Egal ob nun Sequel, Spin-off, Prequel zu Batman wie Superman, eigenständiger Film oder was auch immer. DC-Fans können sich auf zahlreiche subtile Anspielungen freuen. So trägt Diana in Wonder Woman 1984 einige Stücke Freizeitmode, die direkt aus der Wonder Woman-Serie mit Linda Carter entflohen sind. Die goldene Rüste Wonder Womans wiederum, die auf dem Poster so glanzvoll in Szene gesetzt wird, stammt aus der DC Graphic Novel Kingdom Come. Aufgrund ihrer blitzschnellen Reflexe trägt Wonder Woman üblicherweise eine leichtere Rüstung. Im Umkehrschluss lässt sich also sagen, wenn Diana sich derart schwer rüstet, ui, shit just got real. Jedoch wird Wonder Woman im neuen Film weder ein Schild noch ein Schwert benutzen und somit ihre Waffen aus dem Vorgängerfilm ablegen. Manche Fans nahmen diese Ankündigung sehr negativ auf. Was hast du getan? Dabei gab es lange Strecken in den DC Comics, in denen Wonder Woman schon einmal diese Waffen entsagt hat. Als Figur, die sich als Diplomatin und Friedensbewahrerin sieht, bevorzugt sie ihr Lasso der Wahrheit. Wonder Woman 1984 wurde übrigens bereits fertiggestellt, als der erste Trailer erschien und seither arbeitet Patty Jenkins nach eigenen Angaben am dritten Wonder Woman Film. Gegenüber Heroic Hollywood verriet Jenkins, dass sie im dritten Wonder Woman Film unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie verarbeiten möchte. Woo! Außerdem ist ein Spin-off über die Amazonen von Themyscira in Planung. Woo! Patty Jenkins wird den Ablegerfilm jedoch nur produzieren, nicht etwa inszenieren. Aber zurück zu Wonder Woman 1984. Filmfans, die ein IMAX in ihrer Nähe haben, dürfen sich freuen. Einige Actionsequenzen wurden im IMAX-Format gedreht. Schließlich wurde kurzzeitig sehr heftig in der Warner Brothers Chefetage debattiert, ob der Film nicht einfach Streaming-Debüt werden sollte. Zum Glück der Kinobetriebe wurde diese Idee aber wieder aufgegeben. Menschenskinder, das war anstrengend. Einige Fakten in nur einem Atemzug. Naja, solange niemand das Lasso der Wahrheit schwingt, kann niemand mir das Gegenteil beweisen. Das ist nur ein Mülleimer. Ist nur ein Mülleimer, ja. Wie heiß seid ihr denn auf Wonder Woman 1984? Werdet ihr für ihn zum nächsten IMAX fahren? Schreibt doch mal in die Kommentare und wenn ihr noch mehr Wonder Woman Wissen haben wollt, wandert mal rüber zur Filmfabrik. Dort habe ich euch ein anderes Special ebenso verlinkt, lohnt sich auch wahnsinnig. In diesem Sinne, viel Spaß damit, macht es gut, passt auf euch auf und ciao.